Folgt man den Mediennarrativen, sind Feinde der Demokratie überall, wohin man schaut. Corona-Leugner, Impfgegner, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, Putin-Freunde. Fast bekommt man den Eindruck, die Demokratie hat nur noch zwei Freunde, auf die sie sich verlassen kann. Die Polizei und den Staatsschutz. Ach, Sarah Blind-Darm-Bosetti habe ich noch vergessen. Und jetzt haben die Demokratiehasser etwas, was sie alle verbindet. Telegram. Der Messenger-Dienst Telegram ist seit Jahren ein Sammelbecken für Radikale, für Islamisten, Neonazis und jetzt auch für Corona-Leugner und Impfgegner. Impfverweigerer aus Dresden sollen auf Telegram ein Komplott geschmiedet haben, um den sächsischen Landeschef Kretschmer umzubringen. Ein ZDF-Fantasy-Magazin spürt die Gruppe auf, infiltriert sie und, der Höhepunkt, kriegt den Möchtegern-Killer vor die Kamera. Sie wollen ja einen Ministerpräsidenten umbringen. War das jetzt nur eine Gewaltfantasie oder? Ich sag dazu nichts. Selbst wenn dieses Attentat gerade noch vereitelt wurde oder die Attentäter womöglich V-Leute des Verfassungsschutzes sind, ist die Telegram-Bombe lange nicht entschärft. Solange Telegram nicht kooperiert, haben Ermittler ja kaum eine Chance, anonyme Nutzer des Netzwerks zu identifizieren. Und deren Botschaften sind teilweise erschreckend. Da wird zur Revolution aufgerufen und zum bewaffneten Widerstand. Revolution also, das ist ein paar Nummern größer als ein Landeschef, von denen es schließlich 16 gibt. Und Revolution kann Telegram. Die App ermöglicht es, improvisierte Versammlungen im Hof zu organisieren. Demonstrierende helfen sich hier gegenseitig auf der Flucht vor der Polizei. Die Telegram-Gruppen ermöglichen den Teilnehmenden den Austausch über die künftige Gestaltung ihres Landes, in dem sie leben wollen. So gerührt war die Deutsche Welle über Telegram und seine herausragende Rolle bei den weißrussischen Protesten. Spulen wir den Film ein Jahr vor. Titel: Per Telegram zum Fackelzug. Damit schlägt der Staatssender schon ganz düstere historische Untertöne an. Wieder werden über Telegram Proteste eingefädelt, diesmal in Sachsen. Und das findet die Deutsche Welle überhaupt nicht lustig. Was die Demonstranten, die sich auf Telegram verabreden, als Bürgerbesuch und Spaziergang verharmlosen, ist für die sächsische Staatsregierung eine Grenzüberschreitung mit dem Ziel, Verantwortungsträger einzuschüchtern. Hier wird Hass, Hetze und Polemik betrieben. Insofern sind diese Medien ganz entscheidende Mobilisatoren, die sozusagen das Ganze nochmal verschärfen. Was ist mit dem Messenger schiefgegangen? Gerade noch war das Vorgehen gegen Telegram nur ein erster Schritt zur Überwachung des Internets für die Taz. Und heute ist die Plattform ein Brandbeschleuniger für Radikalisierungen, gerade der Corona-Proteste, wo Hetze, Gewalt und Hass herrschen. Es war mal eine Schlacht um die Freiheit im Internet, als der russische Geheimdienst vom Telegram den Nachschlüssel forderte, nach dem Bombenanschlag in der Metro von St. Petersburg. Gerade noch freute sich die Zeit, wie Telegram die russischen Behörden vorführte, die ihn blockieren wollten, und sah die Öffentlichkeit auf seiner Seite. Es gab Proteste vor dem Hauptquartier des Geheimdienstes in Moskau und die Forderung: Macht uns das Internet nicht kaputt. Und heute hat die Zeit volles Verständnis dafür, dass Sachsens Ministerpräsident Nutzung von Telegram einschränken will und die Bundesinnenministerin ein härteres Vorgehen gegen Hass auf Telegram ankündigt, diese zweite Seuche. Eine Mehrheit der Deutschen unterstützt den Staat im Kampf gegen den Messenger, im Unterschied zu den autoritär regierten Russen, die für ihn auf die Straße gingen. Es ist nicht lange her, da kämpfte Telegram für die Süddeutsche mit den Zensoren in Russland. Die Behörden verfolgten ihn, weil angeblich Terroristen darüber kommunizierten. Aber der Zeitung war klar, es sei nur vorgeschoben und alles ein Kampf gegen das freie Wort, der viele Opfer forderte und keine Terroristen traf. Und heute gehen dem Blatt die Augen auf. Telegram ist doch eine Plattform für Terrorismus. Ohne angeblich. Auf seinen dunklen Kanälen würden Anschläge und ein neuer Terrorismus geplant, verabredet und vorbereitet. Für die FAZ war der Telegram-Gründer Pavel Durov Putins Internet-Albtraum, auf den Russland
wilde Jagd machte. Und heute kann die Zeitung nicht fassen, wieso der Staat gegen Telegram machtlos ist. Denn die Politik ist sich einig, gegen Hass und Hetze auf dem Messenger-Dienst Telegram muss der Staat konsequent vorgehen. Expertinnen und Experten sind sich einig, Radikalisierung auf Telegram ist weder neu noch überraschend. Seit Beginn der Pandemie würden Extreme dort ihr Gedankengut verbreiten und für Demonstrationen mobilisieren. Dieser Protest sei weitgehend von Rechtsextremen gesteuert. Einigkeit ist selten ein Zeichen unbefangener, kompetenter Expertise. Aber ein sicheres Merkmal einer Propagandakampagne, um die unbequeme Plattform für die Politik sturmreif zu schießen, damit dort auch Meinungskontrollmechanismen installiert werden. Wie auf Facebook, der heute schneller zensiert, als man postet. Der Unterschied liegt darin, dass Pavel Durov nicht so einfach vor dem US-Kongress zitiert werden kann. Noch ist sein Unternehmen, anders als Google, Alphabet oder Facebook, mit dem US-Machtapparat durch ein System von Drehtüren verbunden, durch welche Staatsapparatschicks in die Konzernvorstände und umgekehrt rotieren. Heute die außenpolitische Beraterin im Weißen Haus, morgen Chief Content Officer bei Facebook. Welche Zensur braucht man noch? Und bislang hat sich Durov konsequent geweigert, die Hose vor den Behörden runterzulassen. Weder vor den US-amerikanischen, noch vor den russischen, noch vor dem Brüsseler Konklave. Die USA beschreibt der Absolvent der Universität St. Petersburg nach seiner ernüchternden Erfahrung als Investor, als einen Polizeistaat. Ich denke, dass sowohl Innenpolitik als auch Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden hier geschlafen haben, Telegram nicht ernst genommen haben, aber eben auch diese Radikalisierung in bürgerlichen Milieus nicht ernst genommen haben. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig, dem hinterherzurennen und das wieder einzufangen. Verschlafen wohl nicht, aber sich verschätzt. Telegram wurde als Schreck der Antidemokraten gefeiert, solange er die Behörden in Russland oder Weißrussland ärgerte. Und nun stellt sich heraus, es können auch andere Botschaften darüber verbreitet werden als die gewünschte. Na, so viel Kontroverse lässt sich eine wehrhafte Demokratie nicht bieten und macht den Messenger für die Message verantwortlich.